Und damit einen recht herzlichen, schönen guten Abend oder, naja, gute Nacht, ne? Also mittlerweile 12:30. Und wie man sieht, ich habe kein Internet, weil Kabel Deutschland irgendwelche Probleme wieder hat. Wisst ihr, da zahlt man mal für irgendwas und dann kriegt man Scheiße. Ja, so ist das Leben, Scheiße. Ja, das ist mein zweites Outings-Video von dem guten alten Herrn Nerox, aka Sven. Ja, da gab es wieder so eine Geschichte, wo die meisten noch nicht wussten oder wissen. Ich hatte am 3.8. Geburtstag und ja, ist ja eigentlich ein ganz normaler Tag, nur dass man Geburtstag hat. Und ja, da hat mich der Sven angeschrieben, erstmal mit, ey, alles Gute zum 23. Ja, was hältst du davon, wenn wir heute Abend ins Kino gehen? Nö, halt so ein bisschen als Geburtstagsgeschenk. Sagt man natürlich nicht, nein. Nur hatte ich leider den Tag keine Zeit. Und habe dann gesagt, jo, lass das mal abends machen, spätabend. Weil, passt halt besser, ne? Weil du bist ja halt tagsüber noch da mit deinen Leuten. Und ist dann halt ein bisschen blöd, wenn du dann abhaust. Ja, machst es halt abends und dann ist gut. Ja, dann hieß es aber von dem Sven, nee du, ich habe keine Zeit. Wir machen das morgen. Dachte mir auch so, aha, okay. Wieder eine Ausrede, weil er irgendwas wieder machen will oder hast du nicht gesehen. Ne, dachte ich mir so, ja gut, machen wir morgen. Ja, dann war es auch wieder soweit. Es war morgen. Hat er sich gemeldet, ey jo, guten Morgen. Wie sieht's aus mit Kino? Meine ich so, ja klar, was läuft denn überhaupt im Kino? Weil ich hatte ja halt keinen Plan, was da überhaupt lief. Und das war eine Nachricht. Ja, da meint er so, es läuft Fluch der Karibik, noch andere Filme. Und daher ich ja Fluch der Karibik gar nicht mal so scheiße finde. Und ganz im Gegenteil, ich feiere das sogar. Meinte ich so, ja, lass mal Fluch der Karibik gucken. Läuft um 19.15 Uhr. Meint er so, nee, ich habe keine Zeit. Du, also, das müssen wir später machen. Da habe ich zu ihm geschrieben, ey, yo. Du hast doch eh nichts zu tun, du hast doch Ferien, frei von deiner Arbeit. So, kam halt nichts, ne, bis 20 Uhr, so nach dem Motto, ey, jo, wenn ich mich bis 19.15 Uhr nicht melde, ne, dann hat er es vielleicht wieder vergessen, weil er sich dann auch 20 Uhr gemeldet. Und gesagt, ey, jo, wir machen das Dienstag, ich melde mich Mittwoch. Wo ich mir so denke, was? Du, wir machen das Dienstag und ich melde mich, was? Also, da hat wieder was nicht gepasst. Und da habe ich mir auch wieder gesagt, lass mal stecken dein Kino. Weißt du, das mache ich lieber alleine. Dann weiß ich nämlich, was ich davon habe. Anstatt da irgendwie jahrelang raus das hinauszuzögern. Habe dann gesagt, ey, yo, mit dem Kino, das lassen wir. Kam da wieder nichts. Dann am nächsten Tag habe ich halt geschrieben, hättest du Lust, also war halt eine Zockerrunde, hättest du Lust mitzuzocken. Gelesen, nicht geantwortet, sowas liebe ich ja auch. Hat dann, wie gesagt, nicht geantwortet und dann habe ich auch geschrieben, könntest du mal bitte zurückantworten? Ich möchte hier nicht wie so ein Vollidiot dastehen, ne? Ich möchte auch gerne eine Antwort haben. Ebenfalls gelesen, nicht geantwortet und das war dann so der Punkt, wo ich mir gesagt habe, ey, yo, jetzt reicht's. Jetzt blockst du ihn. So, habe ich dann auch geblockt. Dann hat er kurze Zeit angerufen, ich hatte keine Lust auf ihn, ein Kumpel war dann gerade da, habe ihm dann das Telefon gereicht und so was ich mitbekommen habe, ist, dass mein Kumpel gesagt habe, dass ich mich nicht verarschen lasse, dass er sich weiterhin bitte nicht melden soll, weil das geht so nicht, dass sich man hier dauerhaft verarscht wird, ne? Ich sage jetzt nochmal ein kleines Beispiel, wir hatten mal letztes Mal gezockt, er stand nur doof rum, meinte dann auf einmal, ja, mein Internet ist schlecht, ich mache einen Ping-Test, geht offline, verschwindet aus dem Teamspeak. So denkt mir erstmal so, okay. Und kurze Zeit später sehe ich, dass er seinen Omsi da spielt. Wieder weiß, das ist so ein Omsi-Suchti. Kommt nicht wieder im Teamspeak, denkt mir so, alles klar, Digga. Jo, hast du prima gemacht, super. Hast mich wieder richtig schön verarscht. Und das sind dann wieder so die Sachen, wo ich mir denke, was soll das? Weißt du, der Junge ist zwar behindert,
Also jetzt nicht so wörtlich, ne? Für die Leute, die ihn kennen, der hat eine Behinderung, aber er weiß, was er tut und was er macht. Also sein Handeln ist ihm voll bewusst. Ja. Und das ist dann so der Punkt, wo ich mir sage, nee, Digga, ich lass mich nicht verarschen, dann auch nicht wieder hinterm Rücken labern, weißt du, das macht er ja immer noch, ne? Wenn man da so ein bisschen mit ihm redet, ne? In Teamspeak fängt er wieder an, über irgendwelche Leute zu labern. Mache ich einfach nicht mit, habe ihn halt wie gesagt geblockt. Und für die Leute, ja, die das vielleicht mal mitgemacht haben oder gerade diese Phase mitmachen mit ihm, fackelt gar nicht erst rum, blockt ihn einfach. Ihr habt an den Jungen echt nichts auszusetzen. Das ist, ja, der Junge ist einfach nichts wert. Das ist einfach, als wenn ihr, ja, weiß nicht, Windzug im Gesicht habt. Es merkt ihr einmal kurz und dann ist es nichts mehr wert. So, ihr könnt ihn einfach aussortieren. Das ist einfach Abfall, sage ich jetzt mal, auf der Welt. Abfall, den ihr einfach ignorieren müsst. Weil es ist einfach scheiße. Abfall. Sowas braucht man nicht im Leben. Das ist meine Sache gewesen zu dem Herrn Nerox. Ich bin durch mit ihm, jetzt komplett. Also ich werde ihn nicht mehr entblocken. Ich habe da auch echt keinen Bock mehr drauf. Tut mir den Gefallen, blockt ihn und ich bin jetzt hier mit raus, euer Mr. Zartox. A ciao.